Viele Dinge im Leben sind nicht einfach. Viele Dinge im Leben passieren, ohne dass du sie erwartest. Viele Dinge kommen wie ein Schock und plötzlich merkst du, dass du die Dinge gar nicht so unter Kontrolle hast, wie du dachtest. All diese Dinge können dafür sorgen, dass man sehr den Boden unter den Füßen verliert. Weil man geglaubt hat, dass man Sicherheit hat, während man sich an etwas festgehalten hat und alles fest im Griff hatte. Und dann ist das plötzlich nicht mehr der Fall. Und diese Dinge können einen wie ein Zug treffen. Einen erwischen und einen liegend zurücklassen. Blutig, zerstört, verletzt. All diese Dinge können jedem im Leben widerfahren. Niemand ist verschont davon. Niemand ist geschützt davon. Jeder ist verwundbar. Jeder kann getroffen werden. Oftmals, wenn wir zu Hause in unserem komfortablen Zimmer sitzen, essen, trinken, ein Dach über dem Kopf, glauben wir, dass wir in Sicherheit sind, dass wir Kontrolle haben, dass alles im Grünen ist. Aber das ist nicht der Fall. Eine der größten Illusionen ist es, zu glauben, dass man Kontrolle hat. Du hast absolut gar keine Kontrolle über nichts. Und Menschen versuchen, absolut Kontrolle auszuüben. Sie sagen, ich muss alles kontrollieren, ich muss jeden kontrollieren, ich muss meine Beziehung kontrollieren, damit ich absolute Sicherheit habe. Aber das funktioniert nicht. Man kann nichts kontrollieren. Absolut gar nichts. Was man dann merken wird, ist, dass man mit nichts zurückbleibt. Und das hat leider Mois durchgemacht. Etwas, was er erwähnt hat, ist, ich habe an die wahre Liebe geglaubt, was ebenfalls ein fataler Fehler ist. Und daran merkt man, dass ein paar falsche Glaubenssätze oder falsche Entscheidungen dich in eine Katastrophe führen können. Selbstverständlich, ja, gibt es noch viel schlimmere Dinge im Leben als eine Frau, die dein Herz zerbricht. Aber gerade eine Frau kann die größten Männer stürzen. Selbst Cäsar wurde von einer Frau gestürzt. Denn da ist der Ort, wo ein Mann sich am Verwundbarsten zeigt. Und das ist der einzige Weg, wie du Liebe bekommen kannst. Indem du dich verwundbar zeigst. Indem eine Person Zugang zu deinem Herzen bekommt. Und dein Herz ist weich. Es ist verletzbar. Eine andere Person kann jederzeit hineinstechen. Und wenn du das zulässt, aber hoffst nicht verletzt zu werden, dann wirst du es erst recht. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr weh, ja, was passiert ist. Es ist schmerzhaft, das zu sehen. Vor allem, weil ich dieselben kulturellen Hintergründe habe wie Alim. Und ich verstehe, was für ein Ausmaß diese Aktion hat, wenn seine Frau das getan hat, wovon er ausgibt oder sagt, dass sie es getan hat. Aber das soll nicht zur Sache tun. Ich will dieses Video nutzen, um dir einfach mit an die Hand zu geben, womit du es zu tun hast in dieser Welt. Und einfach eine Einstellung mitgeben. Eine Einstellung, die ich beispielsweise lebe. Weil ich weiß, dass ich davon ebenfalls nicht verschont bin. Ich weiß, dass so etwas jeden Tag passieren kann. Ich bin wie ein Mann, der mit einer Deckung durch die Welt läuft. Wie beim Boxen, mit einer Deckung. Und der darauf achtet, dass er die Deckung niemals unterlässt. Eine der wichtigsten Sachen, die ich beim Boxen gelernt habe, ist die Deckung. Einfach deine verdammten Hände oben zu halten, wenn du schlägst und mit den Händen zurückkommst. Weil das Leben dann zuschlagen wird, wenn du es nicht erwartest. Oder wenn du gerade in Aktion bist. Oder wenn du gerade Gas gibst. Genau dann, wenn du abgelenkt bist, dann wird das Leben zuschlagen. Das Leben ist skrupellos, hart, gnadenlos. Es ist nicht mal das Leben, es sind die Menschen in diesem Leben. Von alledem sind wir nicht verschont. All das wartet auf uns. All das kann uns jederzeit treffen. Jederzeit. Und sei bereit dafür. Dann wird sich entscheiden, wie du dort rauskommen wirst. Als jemand, der gebrochen wurde oder als jemand, der noch stärker wurde. Wie ein Diamant unter Druck. Der noch härter wurde. Der noch feiner wurde. Der noch effektiver wurde. Der noch brutaler wurde. Der noch gefährlicher, vorsichtiger, akkurater wurde. Wie gehst du dort raus? Das ist die einzig wichtige Frage. All diese Dinge werden sowieso passieren und sie werden noch härter für dich passieren, wenn du mit einer falschen Erwartung in das Leben reingehst. Und zwar, dass so etwas nicht auf dich zukommt, wenn du deine Deckung nicht oben hast. Diese Dinge werden dich treffen, knallhart, von links und von rechts. Das heißt also, wenn du glaubst, dass du sicher bist, wird es umso mehr wehtun. Vertrau mir. Genau wie der Schlag beim Boxen. Und als zweites ist die Frage, wie du danach damit umgehst, sobald der Schlag dich getroffen hat. Was tust du? Was machst du? Wie reagierst du darauf? Wirst du zerbrechen, umkippen oder wieder aufstehen? Und noch mehr Gas geben und weitermachen. Das ist die einzig wichtige Frage. Und für alle, die sich vielleicht darauf aufgeilen, was da gerade passiert oder was diesem jungen Herrn, ja, was heißt jungen Herrn, der ist in meinem Alter, ja, diesem Mann zugestoßen ist oder passiert ist, guck auf dich selbst und frag dich, ob dein Leben ebenfalls akkurat ist, ordentlich ist, ob alles tipptopp und glatt läuft. Denn wenn du mit dem Finger auf andere zeigst, sie verurteilst, nur um dich dadurch besser zu fühlen, glaube ich nämlich, dass dein Leben absolut nicht gut läuft. Denn dann hättest du diesen Charakter nicht. Das ist die einzige Wahrheit. Das bedeutet also, wenn du dieses Video hier siehst, liegt es an dir, ob du diese eine Sache mitnimmst für dich und dein Leben. Das Leben wird dir immer Erschwernis bringen. Es wird dich immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder treffen. Es wird gar keine Gnade mit dir haben. Es hat auch mehr keine Gnade. Es hat mit niemandem Gnade. Aber die Frage ist, wie du damit umgehen wirst. Dann sagt das Leben dir, hör zu, du machst irgendwas falsch. Irgendwas läuft nicht so, wie das sein sollte. Du triffst die falschen Entscheidungen. Du machst die Dinge nicht so, wie sie sein sollen. Denn alles, was passiert, passiert aus einem Grund. Vielleicht, weil wir die falschen Entscheidungen treffen. Falsche Entscheidungen, weil wir blind sind. Blind sind wir dann, weil wir die Wahrheit nicht wahrhaben wollen, nicht ertragen wollen. All diese Dinge passieren. Das heißt also, niemand von uns kann sich zum Opfer machen. Du hast nicht die Möglichkeit, dich zum Opfer zu machen.
Du hast nicht die Möglichkeit, zu Hause zu sitzen und dir zu denken, oh nee, das Leben ist so hart, es trifft mich von allen Seiten. Alles passiert aus einem Grund, auch wenn es beschissen ist, auch wenn es miserabel ist, auch wenn es schrecklich ist. Und am Ende müssen wir absolute Verantwortung für das übernehmen, was wir tun und mit allen Konsequenzen rechnen, für jegliche Entscheidung. Und deswegen sei smart mit deinen Entscheidungen, sei sehr akkurat mit deinen Entscheidungen. Pass ganz genau auf, was für Entscheidungen du triffst. Denn sie werden darüber entscheiden, was in deinem Leben auf dich zukommen wird. In dem Sinne, nur das Beste von ganzem Herzen. Bleib gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Let's go, Champ.